Und jetzt zu einem Mann, mit dem ich zumindest optisch so rein gar nichts gemein habe, denn er trägt Bart. Und das zwar sehr erfolgreich, denn er ist Bart-Weltmeister. Es geht um Jürgen Burkhardt. Und das sind natürlich für ihn jetzt etwas schwierige Zeiten, denn auch Jürgen muss Maske tragen. Und das mit seinem Weltmeisterbart zu vereinen, ist nicht ganz leicht. Wie er es gelöst hat, wir schauen rein. Es ist einfacher, erfolgloser Bartträger zu sein. Ja. 7.09 Uhr. Zwei harte Kerle, zwei mega gestylte Bärte. Und nun sollen sie ihre Kunstwerke hinter Schutzmasken verstecken. Für Bartweltmeister Jürgen Burkhardt ist das eine echt harte Zeit. Klar, Bart abschneiden, Problem gelöst, kann doch nicht so schwer sein. Eigentlich. Ja, so ein Bart und besonders in meiner Länge ist natürlich über viele, viele Jahre gewachsen und ist definitiv ein Teil von mir, so wie die Hand oder die Finger. Und deswegen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da mich davon trenne, weil da ist Herzblut drin und verbunden mit vielen schönen Erinnerungen. Okay, der Bart muss also bleiben. Seit dem ersten Flaum hat der heute 63-jährige Fotodesigner seinen Bart herangezüchtet. Für so viel Haarliebe unter der Nase gibt es auch ordentlich Preise. Vierfacher Weltmeister sowie mehrfacher Europa- und Deutscher Meister. Jürgen liebt seinen Bart. Eine halbe Stunde investiert er jeden Morgen dafür. Jedes Härchen muss perfekt sitzen. Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Blöd nur, dass die Maske jetzt alles verdeckt und das Styling-Meisterwerk wieder ruiniert. Bartträger weltweit kennen das Problem. Vielleicht ließe sich der gesamte Bart auch als Schutzmaske umfunktionieren. Theoretisch möglich. So wie hier bei dem. Oder auch bei ihm hier. Tada! Gut, ist auch nichts für Jürgen. Er bleibt bei der Maske. Aber weil ihm die herkömmlichen zu breit sind, lässt er sich einfach Stoffmasken von einer Schneiderin anfertigen. So, da ist jetzt eigentlich alles abgedeckt. Und den großen Teil vom Bart sieht man trotzdem noch. Zu früh gefreut. Stoff reicht nicht mehr. Medizinische Masken sind jetzt Pflicht, auch für den Bartweltmeister. Ideal ist es natürlich nicht für das Styling von so einem Bart, aber ich denke, ganz so schlimm ist es ja nicht. Man geht ja nicht zur Bartmeisterschaft, sondern man ist ja unter den Leuten. Ja genau, was sagen eigentlich die Leute dazu? Irgendwie lustig finde ich das, irgendwie ein bisschen positiv, dass man auch schmunzeln kann drüber. Also ich würde sagen, Bart weg und dann kann man die Maske effizienter einsetzen, oder? Das wäre ein Unding für Jürgen. Ein Mann, ein Bart, ein Ehrenwort. Niemals wird er sich von dem Meisterwerk unter seiner Nase trennen. Versprochen. Und irgendwann ist ja auch diese Krise mal vorbei.